MDR Kultur. Diskurs. Mit Bernd Schickowski herzlich willkommen. Fast genau ein Jahr ist es nun schon her, dass ein Großaufgebot russischer Truppen in die Ukraine einfiel, mit dem erklärten Ziel, die Regierung dorthin wegzufegen und zugleich große Teile des Landes der Russischen Föderation einzuverleiben. Doch was als Handstreich geplant war, ging gründlich schief. Aus dem Überfall ist nun ein zäher und opferreicher Stellungskrieg geworden. Manch ein Beobachter fühlt sich erinnert an die Grabenkämpfe von Verdun im Ersten Weltkrieg. Russland denkt nicht daran, von seinen Zielen abzulassen. Auf der anderen Seite will die Führung in Kiew kämpfen bis zu einem Sieg. Und sie erhält dafür zunehmend Waffen aus den USA und aus Europa. Viele, etwa auch hier in Deutschland, fordern aber auch, endlich wieder mehr auf Diplomatie, also auf Verhandlungen zu setzen. Der Politikwissenschaftler Johannes Fahrweg von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg etwa sagt, was wir brauchen, ist ein verantwortungsethischer Ansatz, der weiter den Versuch eines Interessenausgleichs mit Russland wagt. Wie könnte der aussehen, dieser Interessenausgleich? Und wer tut sich warum so schwer damit? Darüber wollen wir reden mit dem Wissenschaftler Johannes Fahrweg. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Interessenausgleich wagen, Johannes Fahrweg. Worin besteht das Wagnis? Was sind die Risiken? Nun, wir haben eine Situation, wo der Aggressor und das Opfer klar sind. Das ist klar definiert. Dieser Krieg ist von Russland begonnen worden, völkerrechtswidrig, auch gegen eigene russische Interessen, denke ich. Und insofern ist es sicherlich unpopulär, solche Gedanken in die Debatte zu bringen, dass man auch mit diesem Russland irgendwie einen Modus vivendi finden muss, um diesen Konflikt zu befrieden. Ich werbe aber trotzdem dafür, weil meiner Auffassung nach eigentlich jede Alternative schlechter ist. Es ist denkbar als eine Alternative, dass wir, Sie haben es gerade schon angedeutet, in sowas wie einen dauerhaften Abnutzungskrieg schlittern, der massive Opfer zur Folge hat. Und es ist auch denkbar, dass der Krieg weiter eskaliert. Das geht bis hin zu, ich sag mal, dem Damokelschwert einer nuklearen Eskalation, der über diesem Konflikt schwebt. Das heißt, wenn man sich das nüchtern anschaut, ist eigentlich jede andere Alternative jenseits von Eskalation oder dauerhaften Abnutzungskrieg besser, als jetzt Kompromisse zu suchen. Und wenn man Kompromisse sucht mit diesem unangenehmen, unappetitlichen, aggressiven Russland, dann steht man immer unter Appeasement-Verdacht. Aber ich glaube trotzdem, dass das richtig ist. Und wir müssen ausloten, wie dieser Konflikt sozusagen politisch befriedet werden kann. Und das sollte der Grundansatz sein. Aber wir machen im Moment das glatte Gegenteil. Wir setzen gewissermaßen auf Waffenlieferungen, auf Lösungen, auf dem Schlachtfeld, auf einen Sieg gegen Russland. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Dieser Krieg, den Russland da vom Zaune gebrochen hat, so halten Sie fest in einem Artikel kürzlich für die Berliner Zeitung, dieser Krieg sei auch eine Bewährungsprobe für all jene, die hier in unserem Land sicherheitspolitisch tätig sind. Sie haben darauf angespielt, zumindest indirekt jetzt eben gerade. Und Sie merken an in dem besagten Artikel, wer diese Bewährungsprobe bestanden habe, das sei im öffentlichen Diskurs einstweilen entschieden. Das Team Krieg. Das klingt sarkastisch im Ohr des Lesers. Und Sie legen noch eins drauf, Zitat, Krieg und Kriegsgeschrei sind im wahrsten Wortsinne wieder salonfähig. Deutschland, Johannes Fahrweg, tatsächlich ein Land der Kriegstreiberei? Natürlich ist das zugespitzt, aber ich denke schon, dass im öffentlichen Ton diejenigen, die Diskurshoheit haben, die sagen, wir müssen das jetzt auskämpfen und wir müssen mit immer mehr Waffen gewissermaßen die Ukraine befähigen, diesen Krieg zu gewinnen. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das Dringen auf politische Lösungen gewissermaßen feige ist oder aus Schwäche passiert, sondern dass das ein Gebot der politischen Klugheit ist. Und mir ist die Debatte in der Tat zu eindimensional, zumal ja auch in der Bevölkerung es ganz offenkundig so ist, dass nicht alle das so sehen, wie die politischen Eliten und auch die Großzahl, der Großteil der Medien, die eben auf diese Kriegslogik setzen. Ich nehme in vielen Veranstaltungen und Diskussionen wahr, dass viele Leute meine Position durchaus unterstützen. Und auch in Umfragen sieht man das ja. Wir sind insofern ein geteiltes Land. Wir haben zwei Lager, die sich relativ kompromisslos gegenüberstehen.
Und ich glaube, wir sollten versuchen, Schärfe aus der Debatte rauszunehmen. Und das, was Sie gerade zitiert haben, mag vielleicht kein Beitrag dazu gewesen sein. Insofern entschuldige ich mich dafür. Aber ich glaube, wir sollten noch mal nüchtern schauen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn denn dieser Begriff treffend sein sollte, dann muss man sich ja dafür nicht entschuldigen, nicht um Entschuldigung bitten. Was für Töne, was für Worte hatten Sie denn da, als Sie das so geschrieben haben, möglicherweise in Ihrem Ohr? Na, nehmen Sie mal ein Beispiel. Wenn ich die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag in einem Leopardenkostüm sehe, in einer Debatte um Panzerlieferungen, dann setzt das für mich den falschen Ton. Und ich wundere mich schon über all diejenigen, die noch in dem Wahlkampf zur Bundestagswahl vor einem Jahr mit dem Slogan gegangen sind, keine Waffen in Kriegsgebiete, dass die jetzt vollkommen ungekippt sind sozusagen und manchmal fast eine Begeisterung für diese Fragen zu haben scheinen. Oder nehmen Sie die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Schrack-Zimmermann, die mit sehr schrillen Tönen in dieser Debatte ausfällt. All das meine ich und denen unterstelle ich persönlich nicht, dass sie kriegslüstern sind, aber sie setzen in der Debatte diesen Ton und ich finde, da muss man dagegen halten. Vielleicht sollten wir so nochmal diesem Phänomen begegnen mit folgendem Gedanken. Sie haben ja selber jahrelang und erinnern auch an den besagten Artikel dafür plädiert, Deutschland solle mehr Verantwortung übernehmen, die Bundeswehr müsse besser ausgestattet sein, die Gräuel der Welt sollte Deutschland nicht mehr nur von der Seitenlinie kommentieren. Johannes Warwick, jetzt ist es so, da schickt sich Deutschland an und viele sagen eher zögerlich, jedenfalls vorsichtig, nun um am Bild zu bleiben, eher auf das Spielfeld zu gehen. Gilt dann somit also so ein Fordern dieser Art nicht mehr? Nun, ich habe nicht zu denen gehört, die aus einer pazifistischen Ecke gewissermaßen kommen, obwohl ich Hochachtung vor auch einer solchen Position habe. Ich finde, auch die muss Raum in der politischen Debatte haben. Aber ich war nie Pazifist und jetzt auch in dieser Frage nicht, sondern ich versuche, realpolitisch diesen Konflikt zu betrachten. Und in diesem Fall bin ich eben nicht der Auffassung, dass wir da einer militärischen Logik alleine folgen sollten, sondern die Politik wieder ins Spiel kommen soll. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich der Meinung bin, dass Waffen in keinem Fall ein Beitrag zur Lösung sein können. Das sehe ich nicht so. Ich bin auch dafür, dass die Ukraine zu möglichst guten Bedingungen gewissermaßen in Verhandlungen gehen soll. Und ich bin auch dafür, dass die Ukraine sich verteidigen können soll. Deswegen sollte man auch differenzieren, etwa zwischen Flugabwehrpanzern oder Leopard-Kampfpanzern. Da gibt es schon einen Unterschied. Also ich pauschaliere da nicht und ich bin weiterhin dafür, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt. Aber Verantwortung in diesem Konflikt sollte meiner Auffassung nach auch heißen, mehr Energie in politische Lösungen zu nehmen. Und wenn ich zum Beispiel im Auswärtigen Amt gucke, Frau Baerbock, wo ist denn die politische Initiative, die aus dem Auswärtigen Amt kommt? Man glaubt ja fast, dass Frau Baerbock die Militärministerin ist. Sie ist aber die Außenministerin und eine Außenministerin hat die Pflicht, auch in politischen Kategorien zu denken. Und all das kommt mir deutlich zu kurz in der Debatte. Zumal, Sie geben mir Bedenken, immer mehr Waffen, womöglich eher ein Konfliktbeschleuniger. Die Befürworter von Waffenhilfe, die sagen ja dagegen, das ist so eines der häufig vorgebrachten Argumente, je konsequenter, intensiver und schneller der Ukraine militärisch geholfen werde, eben mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, desto schneller sei der Konflikt, der Krieg dann wahrscheinlich auch vorbei. Was ist daran falsch aus Ihrer Sicht? Also zunächst einmal gibt es sicherlich in so komplizierten sicherheitspolitischen Fragen, und das gilt auch für andere politische Fragen, kein 100% richtig oder 100%ig falsch. Das sehe ich auch so. Und insofern bin ich von meiner Position zwar überzeugt, aber ich erkenne auch legitime Gegenargumente an. Und ein kluger Diskurs weckt die Argumente und betrachtet Debatten von unterschiedlichen Seiten. Und ich betrachte die Debatte jetzt so, dass ich eher auf die Risiken dieser Waffenlieferung hinweise, wohl anerkennend, dass es auch Gegenargumente dafür gibt. Aber was sind die Risiken? Die Risiken sind, dass wir damit gewissermaßen das Risikokalkül der Russen nicht entscheidend beeinflussen. Was heißt das? Russland wird dagegenhalten. Ich denke, dass Russland nach wie vor die Eskalationsdominanz in diesem Konflikt hat. Und wenn das so ist, dann bedeuten Waffenlieferungen nur, dass Russland gewissermaßen noch einen Gang hochschaltet. Und wir sollten über politische Lösungen reden. Und wenn wir über politische Lösungen reden, dann denke ich, sollte, und das wäre mein Rat, die Ukraine sich von Maximalforderungen verabschieden. Das heißt, wir müssen Kompromisslinien ausloten. Wenn die Maximalforderung lautet, dass man Russland
gewissermaßen aus der Ukraine zurückschlägt, inklusive Krim, dann wird das nur zu dem Preis zu haben sein, dass wir einen großen Krieg mit Russland führen. Und den will ich nicht, weil das ein Eskalationsrisiko beinhaltet, das ich schlichtweg unverantwortlich finde. Und in diesem Sinne müssen wir uns die unangenehme Pflicht auferlegen, zu schauen, wie man mit Russland zu Kompromissen kommen kann. Und ich bin nicht naiv und blauäugig und ich verkenne überhaupt nicht die Natur des russischen Regimes. Und ich erkenne auch an, dass das jeden Tag schwieriger wird. Wir sind gewissermaßen auf einem Weg, wo wir uns einen Punkt nähern, wo dieser Konflikt tatsächlich unmöglich zu lösen wird und wir vielleicht doch in einen Krieg mit Russland geraten. Aber ich weigere mich, dieser Logik zu folgen und ich möchte, dass wir stärker über politische Lösungen nachdenken. Und in diesem Sinne sind Waffenlieferungen möglicherweise ein Teil einer Strategie, aber ich finde, wir sollten über das politische Ziel dieser Strategie nochmal nüchterner nachdenken und auch die Risiken in den Blick nehmen. Zurzeit sieht es nicht so aus, jedenfalls nicht wirklich wahrnehmbar, dass eine der beiden Seiten Verhandlungsbereitschaft hätte. Es ist eher ein Abwarten, ein Reorganisieren der Truppen an der Front im Osten der Ukraine. Was könnte denn, ob nun kurz- oder mittelfristig auf längere Sicht, einen Aggressor zumindest an den Verhandlungstisch bringen? Muss er nicht zumindest geradezu zu der Einsicht gebracht werden, dass diese Kriegsziele mit Blick auf den Preis, den man dann zu tragen hätte, nicht mehr zu rechtfertigen sind? Wir stochern gewissermaßen ein Stück weit im Nebel. Wir kennen die russischen Kriegsziele nicht genau, obwohl viele behaupten, sie zu kennen. Aber ich muss sagen, ich kenne sie nicht. Wenn das russische Kriegsziel weiterhin ist, gewissermaßen die Ukraine als souveränen Staat von der Landkarte zu tilgen, dann wäre ich dafür, dass wir dagegenhalten müssen. Gar keine Frage. Ich glaube aber nicht, dass das am Ende das Ziel ist. Und ich denke, dass Russland verstanden hat, dass es dieses Ziel nicht erreichen wird. Und dann muss man über kleinere Ziele reden. Dann geht es um so Dinge wie Kontrolle der Gebiete, wo ein großer russischer Bevölkerungsanteil lebt, also im Wesentlichen der Donbass und Teile der Ostukraine. Und dann geht es auch um so Dinge, wo ich immer gesagt habe, da hat Russland einen rationalen Punkt. Zum Beispiel die Frage, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied werden soll. Die NATO ist ja, wenn man so will, in den vergangenen 20 Jahren fast 1000 Kilometer an russisches Territorium herangerückt. Es haben sich etliche Staaten der NATO angeschlossen. Nicht, weil die NATO da irgendeine böse Absicht hatte, aber das war die Entwicklung. Und das hat Russland als Bedrohung seiner Sicherheit verstanden. Und das muss man nicht alles teilen. Und wir können natürlich sagen, wir haben nur die besten Absichten gehabt. Das ist sicherlich richtig, aber in russischer Wahrnehmung war das eine Bedrohung. Und diese Frage müssen wir mit in den Topf gewissermaßen rühren. Ich bin also dafür, dass wir über eine, ja, wie auch immer geartete, neutrale Ukraine mit Russland reden. Und das sind alles Themen in der Debatte, die vollkommen tabuisiert sind. Sowohl territoriale Veränderungen der Ukraine, riskant und nicht schön, gar keine Frage, als auch die Frage, ob die Ukraine sich gewissermaßen vollständig dem Westen anschließen und annähern soll oder dürfen soll. Das sind alle schwierige Fragen, die tabuisiert sind, aber das sind Schlüssel, denke ich, zu einer Befriedung dieses Konfliktes. Und wir müssen uns davon verabschieden, dass wir jetzt Lösungen finden, die alle glücklich machen. Das wird nicht passieren. Wir müssen gewissermaßen uns in die Schlammzone begeben, wo suboptimale Lösungen eine Alternative zu einer Eskalation sind. Darüber müssen wir reden und das ist extrem schwierig. Und ich will der Ukraine überhaupt nichts vorschreiben. Das ist alles das souveräne Recht der Ukraine. Wenn sie bis zum letzten Mann gewissermaßen kämpfen wollen, dann ist das das Recht der Ukraine. Aber ich weiß nicht, ob es klug ist, als Westen oder als Deutschland diesen Kampf dauerhaft zu befeuern. Bevor wir genau über diesen zentralen Punkt Interessen und Interessenausgleich dann weiterreden, vielleicht nochmal diese eine Frage, denn Sie haben mindestens an zwei Stellen jetzt von wir müssten mit Russland darüber und so weiter reden. Wer ist denn dieses Wir, wenn denn etwa Friedensverhandlungen anzustreben wären? Wer würde denn dann am Tisch sitzen? Na, natürlich vor allen Dingen die beiden, die sich in diesem Krieg gegenüberstehen, Ukrainer und Russen. Und welche Rolle sollten wir, ich sag jetzt mal der Westen, also spielen, überhaupt spielen können, da wir ja ganz offenkundig und ganz eindeutig und auch bekennenderweise Partei sind für die Ukraine und damit nicht wirklich neutraler Vermittler?
Genau, ich glaube, eine Vermittlungsrolle können die am Konflikt aktiv beteiligten Staaten, das ist auch Deutschland, nicht spielen. Aber am Ende werden die USA sicherlich eine wichtige Rolle in diesen Verhandlungen spielen müssen. Nicht als aktiver Vermittler, aber es muss eine Lösung geben, in die auch die USA und damit der politische Westen, und die USA sind nun mal die Führungsmacht des politischen Westens, eingebunden sind und die auch damit einverstanden sind. Aber Vermittler könnten Staaten sein, die eben nicht direkte Interessen in diesem Konflikt haben, wie zum Beispiel jetzt Brasilien. Der neue brasilianische Präsident Lula hat vorgeschlagen, sowas wie einen Friedensclub zu gründen. Das ist noch nicht besonders ausgegoren, sollte aber als Chance verstanden werden. China wird sicherlich eine große Rolle spielen. Indien, Südafrika, all die Staaten, die unter diesem Krieg leiden, aber nicht direkte Konfliktpartei sind. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, wo die Politik wieder ins Spiel kommt. Wir reden nur nicht darüber. Wir reden über Waffenlieferungen und über nichts anderes, und das halte ich nicht für richtig. Na, zumindest für einen Augenblick hat dieser Vorschlag von Lula ja doch für Aufsehen gesorgt, allein schon dadurch, dass der Anlass dieses Vorschlags scheinbar so en passant bei einer Pressekonferenz gegeben war. Der Besuch des Bundeskanzlers in Brasilia vor wenigen Wochen. Mir war nicht so ganz klar, welchen Eindruck hatten Sie denn? Ob das einfach erstmal nur so eine bekennerische Einlassung war oder tatsächlich ein Vorsatz, von Brasilien aus Initiative zu ergreifen, gemeinsam mit China? Also es schien nicht besonders gut vorbereitet. Scholz war ja auch davon überrascht von dieser Pressekonferenz, und der Name, den Lula da vorgeschlagen hat, Friedensclub, der zielte deutlich darauf ab, dass Scholz vorher gesagt hat, er wollte einen Klimaclub gründen zur Rettung gewissermaßen des Weltklimas und da Brasilien mit einbinden. Also das war nicht besonders gut vorbereitet, aber es böte immerhin Anknüpfungspunkte. Und wenn ich mir die Reaktion in der deutschen Presse darauf anschaue, dann scheint mir das wirklich zu kurz gesprungen. Es wurde ja geradezu zerrissen in der Luft und es wurde mit Häme überschüttet gewissermaßen, dass sich da jemand erdreistet, mal wieder die Politik ins Spiel zu bringen und Waffenlieferungen kritisch sieht. Das war ja fast schon sakrosant in der deutschen Debatte, und das zeigt auch, wie eindimensional die Debatte geworden ist. Diejenigen, die auf Waffenlieferungen setzen, müssen überhaupt nicht sich dafür rechtfertigen, was damit am Ende angerichtet wird. Diejenigen, die politische Lösungen in die Debatte bringen, die stehen gleich unter Generalverdacht. Das zeigt, wie die Debatte aus dem Ruder gelaufen ist. Wir debattieren gerade über Optionen und Alternativen. Interessenausgleich ist das wichtige Stichwort, auf das Sie verweisen. Sie hatten schon ein paar Dinge angesprochen, die dann auf den Verhandlungstisch mitgehörten. Von welchen Interessen aber müsste denn etwa Russland auf jeden Fall, und auf welche Interessen die Ukraine wiederum zuerst verzichten, können sie zumindest etwas kleiner dimensionieren, damit sinnvoll Verhandlungen zustande kommen können? Also nochmal, Russland müsste ohne jeden Zweifel davon Abstand nehmen, dass es die Ukraine als souveränen Staat von der Landkarte tilgen will. Wenn Russland das vorhat, dann ist mit Russland keine Verhandlung möglich. Das sehe ich genauso. Die Ukraine wiederum müsste davon Abstand nehmen, dass sie ihr Territorium, wie es ihren völkerrechtlich legitimen Grenzen entspricht, vollständig zurückerobert. Und das geht ja auch etwa mit Blick auf die Krim. Wenn Sie sich Selenskyj oder seine Berater anhören, dann ist das Maximalziel, was ständig definiert wird. Ein Sieg bedeutet, dass Russland sich komplett aus der Ukraine zurückzieht. Und das würde ich mir wünschen. Das ist doch gar keine Frage. Ich glaube, jeder Mensch, der in Kategorien von Völkerrecht, von Rechtsstaatlichkeit, von Interessenausgleich, von legitimen Interessen denkt, der kommt zu dem Ergebnis, dass das schön wäre. Aber die Frage ist doch, was ist realistisch und was ist zu einem realistischen Preis erreichbar? Und nochmal, ich halte das nicht für ein realistisches Ziel. Und für ein unrealistisches Ziel zu kämpfen, ist eigentlich eine schlechte Strategie, würde ich sagen. Und Henry Kissinger zum Beispiel hat gesagt, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo politische Zugeständnisse nicht gemacht werden, weil man sagt, wir haben doch schon so viele Opfer gebracht, um diesen Weg zu erreichen. Und das ist im Prinzip eine Logik, die wir etwa aus dem Ersten Weltkrieg kennen. Damit kommen wir sozusagen näher
an den Abgrund und nicht zu einer politischen Lösung. Das heißt, ich finde, wir sollten unsere Kriegsziele, und wir heißen jetzt der politische Westen als Unterstützer der Ukraine, wir sollten unsere Kriegsziele realistisch definieren und das auch natürlich mit der Ukraine diskutieren. Das soll nicht über die Köpfe der Ukraine hinweggehen, aber für solche Diskussionen sehe ich leider im Moment gar keine Möglichkeit, weil die Fronten so verhärtet sind. Und wenn sie so verhärtet bleiben, wird es keine politische Lösung für diesen Konflikt geben. Das muss man auch mal ganz deutlich aussprechen. Was realistisch ist, muss man sich fragen, um dann vielleicht tatsächlich Initiative erfolgreich vorantreiben zu können. Fragen muss man sich freilich auch, wenn denn tatsächlich über Interessen und Interessenausgleich gesprochen wird, im Interesse eines, vielleicht ja irgendwann, eines Vertrages dann zwischen den beiden Kriegsparteien und vielleicht dann eben auch Frieden. Er muss fair sein. Was könnte denn aber Fairness bedeuten? Dass ein Aggressor Teile eines Nachbarlandes okkupiert und wir dann also der Westen und die Ukraine vielleicht auch, weil es jetzt realistisch anmutet, dann meinen, wir gestehen ihm das so zu. Ist das fair oder nicht im Gegenteil eher, dass die Quelle sein für weitere, für andauernde Konflikte auch in der Zukunft? Ja, das ist ganz gewiss nicht fair und das wird auch keinen Frieden bringen. Aber vielleicht müssen wir uns angewöhnen zu unterscheiden zwischen Frieden und Stabilität. Und ich denke, wir sollten auch darüber nachdenken, ob eine nüchterne Rationalität nicht akzeptiert, dass es in diesem Fall nur noch suboptimale Lösungen geben kann. Und nochmal, wenn man der Meinung ist, das könnte Erfolg haben, dass wir Russland besiegen und einen Zustand herstellen, der Gerechtigkeit für die Ukraine bringt. Dafür bin ich, aber das sehe ich im Moment nicht, dass das erreichbar ist. Wenn es das gäbe, wäre ich dafür. Ich denke aber, die Gemengelage ist so, dass das im Moment nicht denkbar ist. Und in dieser Gemengelage kann es nur darum gehen, eine Lösung zu finden, die zu möglichst guten Bedingungen für die Ukraine ausfällt, aber eben nicht zu optimalen Bedingungen. Und das jetzt auszuloten, darum geht es. Und ich denke, wir werden früher oder später ohnehin zu diesem Punkt kommen müssen. Und wenn wir früher oder später dazu kommen müssen, dann bin ich eher dafür, dass wir früher dazu kommen. Jeden Tag in der Ukraine sterben ungefähr 1000 Menschen. Wir haben 100.000 Tote auf beiden Seiten. Das kann man noch nicht jetzt richtig zählen, weil die Zahlen schwanken. Aber der amerikanische Generalstabschef, der, denke ich, gut darüber informiert ist, hat diese Zahl neulich in den Raum geworfen. Wie viele Tote wird es denn noch benötigen, um zu einer politischen Lösung zu kommen? Diese Frage sollte man auch mal stellen. Und das hat auch mit Waffenlieferungen zu tun. Wir sollten uns auch klar machen, was mit Waffenlieferungen passiert. Das ist ja keine Angelegenheit, die gewissermaßen ohne Folgen ist, sondern mit diesen Waffen werden Menschen sterben. Und ich fürchte, dass sie sinnlos sterben, dass sie verheizt werden, weil eben am Ende eine politische Lösung stehen würde, die wir auch jetzt schon bekommen können. Und darüber müssen wir einfach mehr reden. Und das ist aus der Debatte zu sehr verschwunden. Halten wir vielleicht auseinander. Das eine ist, was man öffentlich diskutiert, medial diskutiert, etwa wie wir in diesem Diskurs bei MDR Kultur heute. Etwas anderes ist, wie denn tatsächlich geschickt und klug und halbwegs vorausschauend demzufolge auch solche Gespräche, Verhandlungen angebahnt werden können. Denkbar, dass so etwas tatsächlich auf offener Bühne für uns alle wahrnehmbar passiert? Ich denke, dass hinter den Kulissen schon Pläne gewissermaßen ventiliert werden. Einiges davon ist öffentlich geworden, etwa im März die Vermittlungsinitiative des damaligen israelischen Premierministers Bennett, der darüber selber jetzt berichtet hat und der in einem Interview gesagt hat, dass er den Eindruck gehabt hat, und das muss nicht das ganze Bild sein, aber er hat den Eindruck gehabt, dass maßgebliche Kräfte, insbesondere in den USA und Großbritannien, keine politische Lösung zu diesem Zeitpunkt damals im März vergangenen Jahres wollten. Also da gibt es offenkundig diplomatische Initiativen, die auch etwas unter dem Radar laufen. Aber am Ende werden diplomatische Initiativen auch in den Öffentlichkeiten der Länder gewissermaßen Unterstützung finden müssen. Und deswegen ist Geheimdiplomatie sicherlich notwendig und auch richtig. Aber am Ende muss auch eine politische Stimmung stehen, die das auch möglich macht. Und deswegen stößt Geheimdiplomatie auch an Grenzen. Mir ist aber trotzdem lieber, wenn noch hinter den Kulissen geredet wird, auch wenn da nichts mehr rauskommt. Es muss Kontakte geben, auch zwischen hohen Militärs und Geheimdiensten, um eine Eskalation zu vermeiden. Und wie eine politische Lösung aussehen wird, das weiß heute niemand. Und da wird noch viel Energie und
diplomatisches Geschick und Gewicht nötig sein, um das gewissermaßen in einer fast unlösbaren Situation zu bewerkstelligen. Und da ist jede gute Idee willkommen. Und ich habe jetzt hier keine, die ich Ihnen präsentieren kann. Das ist aber auch ein Überfrachten von Ansprüchen an politische Lösungen. Die entstehen oft auch im Prozess. Und mit Waffenlieferungen wird im Moment auch kein Problem gelöst. Wir müssen das doch immer auch parallel diskutieren. Diejenigen, die immer mehr Waffen liefern, die haben ja auch keine Lösung. Und warum sollten dann mit politischen Lösungen Wunder bewirkt werden? Die gibt es nicht, sondern das ist mühsam und zäh und man wird sehen, was dabei rauskommt. Ich kann das heute nicht abschätzen. Aber diesen Akzent setzen Sie eben doch. Mehr Verantwortung statt Gesinnungsethik, mehr investieren in Diplomatie statt in Waffen. Wir haben diskutiert darüber in diesem MDR-Kulturdiskurs mit dem Politikwissenschaftler Johannes Warwick von der Universität Halle-Wittenberg. Mein Name ist Bernd Schikowski. Johannes Warwick, ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank, ich danke Ihnen.